Sehe ich mich mal wieder, ne? Jo. So, die können wir aber anscheinend auch abgeben, wie es aussieht. Zumindest habe ich da einen Punkt. Obwohl wir es auch bei Sir Hammerlock abgeben müssen, der ja immer noch in Sanctuary drin ist. Aber das müssen wir auch wirklich, ja. Ich kann sagen, wir könnten uns einfach per Schnellreise trotzdem zu Sanctuary bewegen, aber es... Ne. Kann mehr nicht, eben. Ich bin zu cool für dieses Wasser. Das dachte ich mir auch gerade. Was wir noch machen könnten, ist, wir können jetzt noch die paar Bullybons, die hier sind, erledigen, dann haben wir die Quest auch gleich beendet. Ja klar, aber muss man die Fotzi-Viecher. Muss man nicht die Geschosse aus der Luft schießen oder so? Ja, muss man momentan, glaube ich, sogar. Was aber egal ist, weil wenn du die nicht alle umbringst, können die auch noch Geschosse werfen, Konstantin. Ups. Einige von denen werfen nämlich nicht mehr. Dass sie mich gerade hinterher kriegt. Ach Mist, ich treffe das nicht mehr, die sind zu nah. Nicht mich schlagen. Du kriegst Schaden, wenn du mich schlägst, Junge. Wirfst du bitte mal irgendeinen Scheiß? Sind das nicht nur speziell, die werfen können? Der hat gerade schon nach mir geworfen. Man braucht ein bisschen Abstand. Kann da nichts mehr triggern oder so. Alter, so ein... Vollpfosten. Dann einer von denen jetzt hier. Jo. Obwohl, es sind beides nur ausgewachsen, es sind keine... Also, sie können auch werfen, aber die tun es nicht so gerne. Muss halt auch treffen. Gut, werft. Nein, nicht springen. Werfen. Da. Also, als ich es selber gespielt habe, war die Mission so leicht. Ach, ihr bringt euch selber um. Ich explodiere, wenn ihr mich schlagt, Junge. Okay, wir haben ein Projektil bis jetzt. Leute, ihr möchtet das ins Wasser stellen. Fotzi-Viecher ist eine geschützte Marke. Drauf geschissen. Wenn man sich ins Wasser stellt, dann werfen die. Ständerfurz, ja. Ständerfurz. Genau, wir nennen sie Ständerfurz. Leg ein paar von ihnen um oder mach was du willst. Mir ist es egal. Ausmachen Ständerfurz. Okay. Hab einen. Töte mal den Ständerfurz. Sehr schön. Ah, ich sterbe! Ich komm nicht mehr aus dem Wasser raus. Danke. Ich spüre es! Wurp, wurp, wurp. Wurbel, schwurbel. Ach komm, das mache ich so. Jetzt haben wir nur noch Rack, oder? Hat doch immer noch welche. Benennt er den eigentlich so dumm? Nennen. Ah, vielleicht war Bullymon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Okay. Das war die Quest. Sehr schön. Du, 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 du. Ach, die Musik. Nummer 5 lebt! So. Sehr interessant. Ja. Ui. God damn it. Die hüpfen wie auf dem Mond irgendwie, ne? Mhm. Und schön. Mhm. Ja. Frage ist, wie die bei Mondatmosphäre so schnell retten können. Sci-Fi-Technologie. Ach, logisch, oder? Ja. Unglaublich. Sich selbst an den Boden ziehen, die Stahlbeine. Weiß übrigens nicht, eventuell kann man das beim Brett abgeben. Werden wir sehen.
Gut gemacht. Ne, finde ich auch. Meine Waffe ist pink. Meine ist orange-schwarz. Beziehungsweise rot. Beziehungsweise blau. Was denn nun? Entscheide dich mal. Ich habe drei Waffen gerade ausgerüstet nacheinander. So, okay. Pressing Fire funktioniert in diesem Spiel ja einfach nicht. Das ist. Die denken nicht daran, in Deckung zu gehen. Tja. Wozu auch? Wird es einfach scheißegal, wenn sie sterben. Hallo? Borderlands nimmt sich auch unglaublich ernst. Ja. Und man kann es abgeben anscheinend. Ja, ja, kann man. Und eine Kopfanpassung. Yay. Kommt drauf an, ob ihr die schon hattet oder nicht. Hab keine gekriegt, habe ich schon. Die hast du direkt. Die wird dir nicht angezeigt, die hast du direkt im Inventar wohlgemerkt, ne? Ja. Ach, guck mal, eine Kopfanpassung. Kopfanpassung, ja. Alles schon gelesen. Dann kann man die nur verkaufen. Verkaufe das Patent für einen Frisur mit Zopf. Augenklappe. Okay, haben wir sonst irgendwelche Low-Level-Quests hier in der Ecke? Nö, ne? Ah, schnell hatten wir schon das Verfahren, den Rest haben wir noch nicht. Was schade ist, das hätten wir alles nehmen können, aber. Ja. Und man kommt definitiv auf keinen Weg mehr nach Sanctuary, das ist schade. Momentan. Das steht noch ja, klar. Ist der Sanctuary wieder. Dann gehen wir dahin. Dann gehen wir dahin. Die Heiligen's Extraction Plan. Ja. Blim blim. Blim blim. Geld, Gesundheit und Munition nimmst du automatisch hin auf. Ja. Wenn du darüber hinwegläufst. Ja. So ist das im Leben. Das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel. Mit einem Löffel. Und ich lache und löffle ihm seine Augäpfel damit auf den Kopf. Und seine Kinder, alle so. Und, ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, die Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. Okay. Bist du sehr akkurat. Gerade. Ich brauche mal zwei Karren, ne? Also. Ja. Gute Idee. Das wäre tu mal irgendwas. Ey, ich hab die zweite Karre ausspawnen wollen, meine Güte. Ah, ich darf anscheinend einfach nicht die zweite Karre spawnen. Ach, brauchen wir nicht, weil wir können ja alle hier rein, stimmt ja. Ja, schon darfst du echt nicht spawnen, sehr seltsam. Moment, ich bin noch nicht da. Ein hier. Ja, get in here, bin da. Soll ich fahren, oder wie? Ja, scheinbar, mal. Wenn du gerade im Fahrsitz bist. Sitztausch. Tschuh. Ey, das sah geil aus. Ja. Ey, ich hab's nicht gesehen. Ich muss nach hinten schauen. Na egal, ich fahr da mal dahin, wo wir hin müssen, ne? Ja. Schlechteste Position überhaupt, die ich hier hab. Hi. Ach, man kann mit rechts auch irgendwas tun. Steht was. Geil. Gegen Wände fahren ist auch mal gut. Mit dem Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Ui. Und weil es so schön ist. Du hast Overlook gefunden, ja? Hab ich irgendwann getriggert schon? Triggert mal irgendwen, dann können wir hier ein bisschen reinballern. Dank Jacks Bergbauaktivitäten ladet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Nö. Du solltest den Transmitter dort drüben. Eine freundliche Stadt. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Nee. Dann tun wir diesmal. Erstmal Munition looten. Er sendet jetzt die Lieferanfrage.
Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Ah. Das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Na super. Wenn du nicht mal... Okay, ist ein Gunloader. Wir brauchen Säureschaden. Habe ich. Ja, T. Ja, den riss ich gerade auch wieder aus. Deswegen habe ich ihn behalten. Ja. Das und meine... deine... Säurerakete. Man nimmt einfach eine Säurefass, was da vorne war. Wohl das. Au. Nein, lad nach! Du bleibst stehen. Huch, ach, der steht direkt vor mir. Lol, Shieldbot. Yay. Nein, ich verändere ein paar Daten. Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Angel, was zum Alter machst du da? Ich habe deiner Anfrage eine höhere Priorität gegeben. T-Bone Junction kann sich vor ein paar Monate ohne Medikamenten nachschauen lassen. Du musst den Transmitter reparieren. Bah. Bin dabei. Oder ich verteidige erstmal ein bisschen. Exploder! Ich habe keine Granaten mehr. Munition. Ich will, dass diese Bastarde sterben. Jetzt! Juhu. Irgendwas, ich kaufe eigentlich nur Granaten. Was sagt das? Und wo kommen die jetzt alle? Von überall anscheinend. Ah, da vorne zum Beispiel. Granate. Der Constructor muss sterben, ganz dringend. Sind dran. Ich wüsste, wo der ist. Fuck! Direkt vor mir. Da sind. Okay. Oh. Ja, super. Der stirbt sehr schnell. Ja, ich habe auch meine Granate noch mit reingeschmissen. Ja, ich auch. Ich sterbe auch. Okay, dann machst du das. Muss jemand geheilt werden? Oder ich wreck ihn einfach. Oder das. Ja, nächster Constructor. Keine Granaten mehr. Puh. Den haben wir. Ich habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Okay. Hallo GLaDOS. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen! Ich hetze dir alles auf den Hals, was ich habe! Alles! Oh, no, you don't. Holy shit, der Hotloader macht gut Schaden. Fuck! Nein! Ja. Alter, ich bin runtergeflogen. Ich komme. Oh, scheiße. Ja, ich sterbe auch gerade. Bin tot. Danke. Scheiße. Der Transmitter ist
schon wieder beschädigt. Ah. Und der Transmitter ist natürlich jetzt auch gerade draufgegangen. Wunderreich, okay. Okay, mach du das. Ich spawn ja direkt in der Nähe wieder, ist kein Problem. Bin sofort wieder da. Ich brauch Munition. Wir können ab. Alter, jetzt geht's aber echt hier. Nein, nicht Waffen. Munition. Jetzt geht's zur Sache. Der ist auch tot, ey. Hat die Granate getroffen? Ich hoffe doch. Alter, oh shit. Down. Okay. Herrgott. Ich habe zum Glück meine Fernwiederherstellung. Jo. Ne, brauch das jetzt wird. Das krieg ich das nicht hin im Leben. Oh yeah. Und wieder voll. Schon wieder? Ja, okay. Ich bin dabei. Munition, verflucht. Ich nutze meine Dings einfach nur noch, um euch wieder zu beleben die ganze Zeit, okay? Okay. Sie ist gleich da. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Ah, nee. Wo bist du da? Alles cool. Ein Premium. Ja, ich hab dich ja gerade wieder repariert, Junge. Okay. Oh, der Grinder steht hier. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Okay, wir beide haben einen guten Schild miteinander geopfert. Geht. Oh mein Gott. Danke, Tiny Tina. Gerade nicht der Irrationation erstmal Shit auf Sammeln, der gedroppt wurde. Mhm. Weil der generell noch so rumliegt. Eben. Hier ist doch garantiert irgendwas, ansonsten steht das hier nicht so einzeln. Wow, hier hinten ist nichts. Das habe ich echt nicht erwartet jetzt. Keine Waffenkiste oder ähnliches? Ein Hinweis an alle Hyperion. Oh, ganz. 20! Nee, warte. Gut, ja, verlesen. Aber 2000 Schaden immerhin. Vom Raketenwerfer. Ich hab auch einen Raketenwerfer als 2 aufgesammelt. Ich muss mal schauen, was die gleich können. Lass mal Muni generieren. Noch eine Munikiste? Ich hab aber wieder. Geld. Los, los. Hier ist ein sehr gentlemanhafter Briefkasten. Mit Schnauzer und Monokel. Und Zylinder. Oder Monokel vielleicht nicht, aber Zylinder auf jeden Fall. Ich hab nicht genau drauf geachtet. Hyperion macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer Einfachfahrkarte in den Grinder geahndet werden. Catch a ride! Jo. Gut, war es das alles? Denk schon, ne? Nein. Was fehlt denn noch? Ach, das wird's gewesen sein. Ich habe ja die Holy Spirits noch gefunden, das ist ein Irish Pub. Aber, aha. Aber das ist ein neues Gebiet. Also, gelange zu deinen Freunden. Yay. Thanks, Joey, wir kommen. Free. Wir haben auch nur 12 Tonnen Munition verbraten gerade. Egal, kostet nicht viel. Kostet fast gar nichts. Nein, ich wüsste, dass es kommt. Ich werde es fast selber bringen. Ihr seid so scheiße, ey. Nein, die Werbung ist so scheiße, wir nicht. Könnt noch mal langsam wieder. Sanctuary. Yay. Leute, wir leben. Wir nehmen erstmal alle Nebenmissionen an. Ja. Lol, das ist neu. Die standen hier vorher noch nicht. Oh, Justin McGrady sieht ziemlich tot aus. Du. Wenn du nicht gerade nichts. Hey, Lust, Mordverlösen, Mord okay. Ich bin der Marshal hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt.
Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Okay. Und da haben wir noch drei Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Aber die anderen beiden wurden gar nicht laut vorgelesen. Egal, die habe ich auch angenommen. Leider muss ich sagen, dass ich deine Hilfe brauche. In einem Anfall extremer Paranoia habe ich meine Aufzeichnungen zur Öffnung der Kammer versteckt und prompt vergessen, wo. Während ich mir die Haare raufe, wirst du diese Protokolle für mich finden. Das von Claptrap würde ich am liebsten nicht annehmen, weil erstens ist das nicht nötig für unser Teil. Und zweitens, wenn wir das machen, rennt er die ganze Zeit rum und labert die Scheiße zu. Okay. Also, ich habe es bereut, diese Quest gemacht zu haben. du kriegst nur so einen kleinen... Du kriegst nur die Möglichkeit, zwischen deinen Charakteren Waffen zu wechseln. Dadurch. Und das brauchen wir hier im Multiplayer nicht. Okay. Sieht ganz interessant aus von hier außen, so. Hab gerade eine Straße gefunden, die aus Sanctuary rausführt. Also, rausführte. Ja. Ja. Und die beiden auch noch. Die muss sterben! Der Hurensohn hat alles von meinen Catcher Rights verschandelt. Und das dürfen nur Mädels, die ich flachlegen will. Und manchmal ich selber, wenn ich Knülle bin. Er versteckt sich im Stalker-Gebiet. Kauf ihn dir. Hallo. Ich verhungere. Jedes Mal. Babys fressen. Tja, egal. Ja, jedes Mal. Ja, aber auch nur in dem Spiel, im Singleplayer nicht. Egal. Quest annehmen. Stimmt, der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. 6000, 5000 Piepen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? Huch. Ach, du hast schon und ich brauch die Quest angefangen. Dinge, über die ich nicht bevor reden. 20 Milliliter Badasserigkeit, okay. Hey, Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Oh, die Operation ist nice. Eine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Machst du das gerade? Das heißt, du siehst das selber, ne? Einschnitt direkt das nö. Wer macht das denn gerade? Also ich bin gerade da gewesen, ja, aber ich bin jetzt wieder raus, so. Ja, dann mach die Operation mal schnell, das ist nicht viel. Okay. Ist es nur, weil... Jeder weiß, dass du ein professioneller Operateur bist, ne? Perfekt. Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ich rede dann gleich mal mit Tennis, ne? Okay. Wie schon sagte Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Tennis. Ja. Tennis. Yay, ist neu. Noch wieder, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Na. Und es lohnt sich auch immer wieder, hier die eigene Basis hier anzuschauen, weil hier immer wieder Iridium liegen kann. Ich habe einen total legalen Grund. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Natürlich. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Ja. Übrigens, in unserem Versteck ist jetzt diese zweite Tür offen, die immer zu war. Eine Tür?
Ja, hier ist dieser eine Gang und der eine führte ja in den Kontrollraum. Ah, ja. Und die andere war zu. Wir haben keinen Schild. Ist jetzt offen. Guter Einwand. Ich gehe mal ans Echo. Irgendwas von Interesse? Nö. Einfach nur. Großes Loch. Raum. Hi, Roland. Oh, gut. Du bist nicht tot. Seine Art zu sagen, wow, du bist der Hammer, freut mich, dass dir nichts fehlt. Okay. Yay, Quest. Ja, Waffenausrüstung. Sorry. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir alle tot. Aber wir brauchen einen Plan. Jack baut weiter und kommt dem Krieger immer näher. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Dabei kann ich euch helfen. Du? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Klar, hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch drei unpassierbare Sicherheitshürden. Nice. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Nice. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was? Was soll denn das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Okay. Der Quest. Ja. Willst du es krachen lassen? Drei Quests. Okay. Anscheinend wurde mir zu Ehren ein Kult gegründet. Und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Oh ja, die ist du nett. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwielichtiges im Schilde führen. Ich würde es ja selber machen. Aber ich fürchte, die flippen aus, wenn ihre Göttin plötzlich vor ihnen steht. Sprich mit dem Anführer des Kults, Flammenmeister Clayton. Clayton, der Name sagt mir irgendwas. Admin, ich mein Abo. Clayton ist der Böse bei Tarzan. Nebenbei noch eine Sache, für den es interessiert. Hier unten ist sowas Facebook-ähnliches. Ich hab Arbeit für dich. Hey, Mann, in einem der Bilder. Geht keinen, okay. So. Ja, doch, doch. Sprich weiter. Ja, es ist halt quasi ein Gespräch zwischen, also ein halbes Gespräch zwischen Lilith und Roland, als sie noch zusammen waren. Aha. Halt quasi, hey, ich hab an dich gedacht, hey, ich hab schon wieder an dich gedacht. Belangloses halt. Cool. Zwei Machinen, da kann man auch bestimmt irgendwas von kaufen. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Bei was? Wir haben 32 Rede, dann kann sich da bestimmt irgendwas von kaufen. Ich werde mal erstmal meinen Skin neu anpassen, sorry, aber... Ich jetzt? Ja, stimmt, stimmt, das müssen wir auch machen. Grün ist langsam außer Mode. Maliban-Style, das ist das Neue, was ich gefunden habe. Ah, okay, jetzt quasi einfach, ich bin ein großer Werbetappe für Maliban, das brauche ich nicht. Nehme ich das hier, damit sehe ich aus wie Neverwinter. Alles schon gelesen. Wie? Heiß mein Kopf. Ah. Ich weiß, was hinter all dem steckt. Ah, ich hab den Kopf doch. Der überträgt sich anscheinend insgesamt. Das ist nice. Ich bin jetzt orange.
Und ich hab einen Kopf, der gar nicht zu Dings passt. Ich bin ja quasi einfach voll Goth geworden. Mhm. Eine Goth-Elfe. Ziemlich. Gut, jetzt wo wir endlich wieder in Sanctuary drin sind, können wir, glaube ich, Schluss machen, oder? Noch nicht, wir haben noch ganz viele Ausrufezeichen und Fragezeichen, die hier rumlungern. Ja, okay. Kommen wir noch offscreen, oder nicht? Wäre aber doof. Zum Beispiel, wir könnten jetzt die Quests bei Hammerlock abgeben. Stimmt. Beides Müll. Und das hier noch. Wow, ein Unterschied. Ach ja, und das ist die Quest, die ich meinte. Hast du von diesen Insektenviechern namens Warkids gehört? Es heißt, diese Myktanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Aha. Achso, den Evolutionsinjektor soll ich vielleicht auch annehmen. Ich möchte, dass du ein paar Warkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie verpuppt sind. Okay. Dann kommen da mutierte Badass-Warkids raus, das ist unschön. Alleine, unterlevelt. Hm. Könnte die Klappe halten. Vielleicht. Ich habe ja einfach echt nicht vorgespielt, aber ich habe halt mehr gemacht trotzdem. Hm. Und wie es scheint, hat Markus, ja, ich bitte mein Geld zurück? Auch noch eine Quest. Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Ich bin übrigens sehr erstaunt, wie oft der einen Schuss in derselbe Knie überlebt. Wie schnell er wieder stehen kann. Warum macht er den Fehler vor allem immer wieder? Also ich glaube, der hat sein. Ich glaube, der hat sein Hirn im Knie. Kann sein. Jake hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits in den Händen von irgendwelchen Banden sein. Ach stimmt. Du musst zurück zu diesem Monster. Ja, geht nicht. Krater und mir meinen Safe wieder beschaffen. Jetzt, das ist eigentlich eine Quest, die wir ganz am Anfang schon gehabt hätten. Die erklärt die verschiedenen Statuseffekte. Hm. Ehrlich. Block. Will wir uns Leckraketenwerfer? Wie läuft's mit dem Job? Ich hab ziemlich viel Geld ganz auf unten dich gesetzt. Zwei Handvoll Hass! Nee, meiner ist stärker. Ja, was lag. Ja, trotzdem. Naja. Also ich wäre relativ froh, wenn du den mal grob in Ruhe lässt, dann könnte ich diese Quest schnell beenden. Grob in Ruhe lassen. Ah ja. Sicher doch. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe die Missionswaffe schon ausgerüstet. Mit brandneuen Maliwan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Ja, ich wäre froh, wenn du weniger reden würdest. Also auf Flammenwaffen. Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag Steak. Moment, ich möchte zusehen. Ja, mach das. Oh, schon vorbei. Nee, es kommen ja noch einen. Geht noch weiter. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe. Ah, ich hab was geschafft. Was noch? Ah! Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Ups. Tja, jetzt, wo es weg ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Oh, hab ich doch gerade schon. Super. Danke. Die Waffen funktionieren. Und du bist bereit für handsome Elementarwaffen wie diese. Kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Oh. Level 18. Sehr schön. Wohlgemerkt, wir haben jetzt 4 Waffenplätze. Ja. Ja, eben. Hab ich schon ausgerüstet. Schon Premium irgendwie. Bin cool.
Das ist immer noch eine. Mach ich das mal so. Oh. Nur eine Attrappe. Okay, war noch was? Ja, ich jetzt hab noch Skillpunkt mehr. Oder haben wir noch? Moment, Map. Wir haben noch eine Mission nicht angenommen. Ach, scheiß drauf. Nur Claptrap, oder? Passieren tut jetzt gerade eigentlich eh nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. Ja, eine Mission, ja, die einen nehmen wir noch an, dann war's das. Nicht von Claptrap. Ist noch nicht Claptrap. Ja, ich wollte nur nochmal das mir sagen. Geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von Testergebnissen aus dem Hyperion-Reservat zahlen würden. Solche Leute sind einfach nur dumm. So, okay. Damit wär's das dann gewesen. Ja. Ja, dann. Ciao, ciao. Ja. Jo.